Schönen guten Tag. Wie man nur unschwer erkennen kann, bin ich gerade in London an der Börse. Und ich bin nach London heute Morgen geflogen, um mich mit einem Mandanten zu treffen. Weil hier geht es um sogenannte Phantom Shares, also fiktive Mitarbeiterbeteiligung. Und wie genau das funktioniert, dass meine Mitarbeiter an Dividendenerträgen beteiligt sind, an Veräußerungsgewinnen beteiligt sind, ohne aber tatsächlich GmbH-Anteile zu haben, sondern nur über fiktive Mitarbeiterbeteiligungsprogramme einen Anteil zu erhalten. Das erkläre ich Ihnen heute in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und heute bin ich nicht in Köln, heute bin ich in London, weil ich bin zu einem Mandanten geflogen, um mit diesem über Phantom Shares zu sprechen. Phantom Shares, wie der Name schon sagt, sind fiktive Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, also fiktiv. Die Mitarbeiter sind nicht beteiligt, aber es wird so getan, als seien sie beteiligt. Und dabei bekommen sie eine Beteiligung an zukünftigen Dividendenerträgen, die den tatsächlichen Gesellschaftern zufließen. Und sie bekommen auch eine Beteiligung an den Veräußerungsgewinnen. Für den Fall, dass das Unternehmen wächst und wächst und irgendwann mal veräußert wird, entsteht ja ein Veräußerungsgewinn und daran sind sie auch beteiligt. Und der Gesellschafter will aber nicht die Gesellschaft oder die Minderheitsbeteiligten oder die Arbeitnehmer wirklich beteiligen, sondern er will nur so tun, wirtschaftlich, als seien sie beteiligt. Die sollen also keine Stimmrechte haben. Warum will der Mandant das nicht? Stellen Sie sich vor, Sie haben 1% an einem Riesenunternehmen und ich habe 99% und wir haben ein Kaufangebot für 100% für das gesamte Unternehmen, weil Käufer wollen immer 100%, die wollen nicht 99%. Und dann würden ich 99 Millionen bekommen, Sie 1%, also 1 Million Euro. Und dann würden Sie sagen, nee, für 1 Million verkaufe ich nicht. Ich hätte gern 2 Millionen, obwohl 1 Million schon ein richtig, richtig guter Deal ist. Warum sollten Sie das machen? Ja, weil das dazu führt, weil ich den Deal unbedingt haben möchte. Ich würde dann von 99 Millionen Ihnen 1 Million abgeben, damit Sie 2 Millionen haben, weil für mich 98 immer noch viel Geld sind. Sie könnten mich quasi erpressen mit dem 1% und somit den kompletten Veräußerungsvorgang praktisch vermeiden, weil 99% will heutzutage keiner kaufen. Deswegen will ich Ihnen keine Anteile geben, sondern vielleicht Phantom Shares. Und was genau sind Phantom Shares? Ja, Phantom Shares, also fiktive Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, ist letztendlich eine arbeitsrechtliche Angelegenheit. Das bedeutet, in den Arbeitsvertrag wird eine Bonusregelung aufgenommen. Und zwar bekommen Sie einen Bonus exakt in der gleichen Höhe, wie der Hauptgesellschafter Dividendenerträge bekommt. Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne. Das heißt, wenn er das Unternehmen für 100 Millionen Euro, also 100% für 100 Millionen, veräußert und Sie eine fiktive Beteiligung haben von 1%, bekommen Sie einen Bonus als Angestellter in Höhe von 1 Million Euro. Und das ist bei Ihnen Arbeitslohn, der muss ganz normal versteuert werden wie Arbeitslohn. Und bei der Company, da ist die 1 Million Euro Lohn ganz normal als Betriebsausgabe abzugsfähig. Und da liegt theoretisch auch noch der Sozialversicherung nach deutschem Recht. Ja. Und das ist eine super Sache, hervorragend. Nur es hat ein Problem bei der Bilanzierung. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben 10 Mitarbeiter mit jeweils 1% und 10 Mitarbeiter bekommen in der Summe dann 10 Millionen Euro. In dem Augenblick, wo der Vertrag gesigned wird, also Vertrag unterschrieben wird, da werden die 10 Millionen Euro fällig und in dem Augenblick sind die Löhne einzubuchen, also Rückstellungen zu bilden oder Verbindlichkeiten in die Bilanz zu buchen. In dem Augenblick hat das Unternehmen dann eine Verbindlichkeit und in dem Augenblick ist das Unternehmen weniger wert. Das müsste der Käufer also im Rahmen seiner DD ausführlich prüfen und diese 10 Millionen Euro, die das Unternehmen im Zeitpunkt Unterschreibung des Kaufvertrages noch zu überweisen hat, die müssten wiederum vom Kaufvertrag und vom Kaufpreis abgezogen werden. Ja, wenn aber dann der Kaufpreis nicht 100 Millionen ist, sondern nur 90 Millionen, auf welcher Basis bekommen dann die Mitarbeiter ihre Beteiligung? Auf Basis von 90 Millionen oder auf der Basis von 100 Millionen? Ja? Spannende Frage auf jeden Fall. Das ist die Thematik rund um Phantom Shares. Ist ein spannender Begriff. Arbeitsrechtlich absolut alles frei bestimmbar und frei definierbar. Und vielleicht auch ein spannendes Modell für Sie. Und so viel hier aus London von meiner Seite. Sollten Sie gemerkt haben, dass ich nicht tatsächlich in London bin, sondern irgendwo anders auf der Welt, dann fände ich das ganz cool, wenn Sie das einmal in die Kommentare schreiben, wo Sie glauben, wo ich gerade bin.